Das Intro lässt es schon vermuten. Im Gegensatz zu den Vorgängern, in denen ihr auf Kontinenten unterwegs wart, bereist ihr in Suikoden 4 einen großen Ozean. Wie sich herausstellt, ist er voller Gefahren. Ständig krabbeln Gegner an Bord und wollen euch ans Leder. Dann kommt es zu Zufallskämpfen. Das Kampfsystem ist einfach gehalten. Ihr gebt nacheinander allen Mitstreitern Anweisungen. Entweder sollen sie angreifen, Runenmagie einsetzen oder einen Heilgegenstand benutzen. Sind alle Befehle erteilt, wird eine Kampfrunde ausgeführt, in der eure Anweisungen ausgeführt werden, in der aber auch die Gegner zum Zug kommen. Oft stellen die Gegner keine Gefahr für eure Veteranen dar. Dann empfiehlt es sich, die Kampfrunden automatisch ablaufen zu lassen. Eure Gefährten greifen dann wahllos eure Widersacher an. Nach jedem Kampf erhaltet ihr Erfahrungspunkte und Geld. Dann kann die Reise weitergehen. Zumindest bis zum nächsten Zufallskampf. Da waffenstarrenden feindlichen Galeonen nur schwer mit Schwert und Magie beizukommen ist, gibt es für Seeschlachten einen eigenen Kampfmodus. Auf einer strategischen Karte zieht ihr eure Schiffe Zug um Zug in Richtung Gegner. Der Schlüssel zum Erfolg ist dabei die richtige Waffenwahl. In dieser Schlacht verwendet das rechte gegnerische Schiff, hier in Rot zu sehen, eine Feuerkanone, ihr hingegen eine Wasserwaffe. Da Wasser bekanntlich Feuer löscht, muss sich der Gegner bereits nach dem zweiten Treffer geschlagen geben. Mit ein wenig Taktik sind alle Seeschlachten leicht zu gewinnen. Sie dienen nur zur Auflockerung. Wer meint, der Held würde zu langsam laufen, dem sei der Turbo-Modus ans Herz gelegt. Achtung! Der sieht zwar etwas merkwürdig aus, ist aber sehr nützlich, wenn ihr weitläufige Landstriche durchqueren müsst oder weite Seereisen vor euch habt. Zum Abschluss seht ihr noch einen Bosskampf. Hier ist der Einsatz von Runenmagie lebenswichtig. Vor allem die Rune des Hauptcharakters räumt kräftig unter den Gegnern auf. Die PAL-Version ist gut gelungen. Es gibt keine PAL-Balken, keine Geschwindigkeitseinbußen, auch ein 60-Hertz-Modus ist enthalten. Leider weist die deutsche Übersetzung einige unglückliche Wortwahlen, Sinn- und Rechtschreibfehler auf. Auch passt der deutsche Text nicht immer zur englischen Sprachausgabe. Weitere Infos findet ihr wie immer im Heft.